Hallo Slotblock-Freunde, wir schauen uns heute Exoten an von der Firma Avanslot. Avanslot ist vielleicht bei dem einen oder anderen ein Begriff. Bei denjenigen, die jetzt neu im Hobby sind, die haben wahrscheinlich von Avanslot noch nichts gehört. Was verbirgt sich dahinter? Das ist ein spanischer Hersteller von Slotcars im Maßstab 1 zu 32 und die sind auch alle analog. Es gibt für die etliche Tuning-Teile, also vergleichbar ein bisschen mit Slotted, aber Slotted ist natürlich bekannter als Avanslot. Avanslot, die kenne ich auch persönlich, die waren vor vielen Jahren mal hier bei uns im Verein nach der Spielwarenmesse am Abend, haben wir einen kleinen Rennabend mit denen gestaltet. War ein sehr schöner Abend und heute haben wir die zwei Neuerscheinungen der Firma auf dem Tisch. Die sind hier in den Boxen drin, packen wir gleich aus. Vorher vielleicht noch einmal, gab es das Thema Avanslot schon auf dem Kanal, da habe ich euch dieses Monster gezeigt, einen Rallye Raid Truck. Der hat hinten zwei Achsen und vorne die Achse ist auch noch mit angetrieben und die haben eigentlich einen ganz anderen Fokus, als wir gewohnt sind. Im deutschsprachigen Raum, hier in Spanien oder Italien auch, ist recht verbreitet das Rallye- und Raid-Fahren auf der Slot-Car-Bahn. Das heißt, die haben Staub auf der Bahn, das, was wir eigentlich gar nicht wollen. Die hauen sich Mehl da drauf, Kakao, um Sand nachzuahmen, haben dann richtig ordentliche Drifts, der Sand in Form von Kakao oder der Schnee in Form von Mehl, Staub dann auf die Seite, eigentlich eine Riesensauerei, sieht aber richtig toll aus und hier ist der Fokus von Avanslot eigentlich in diese Richtung. Heute geht es aber nicht um die Modelle, die den Staub lieben. Wir gehen zurück auf unseren staubfreien Rundkurs und schauen uns die zwei Neuheiten an. Es handelt sich um den BMW 635 CSL aus dem Jahr 1984 und die Version, die wir hier haben, wurde so 1984 auf der Rennstrecke von Macau gefahren. Ich würde sagen, wir machen mal auf und dann, denke ich, kommt euch die Lackierung auch schon bekannt vor. Also ausgeliefert werden die Autos in einer Pappbox. In der Box ist aber, wie gewohnt eigentlich, eine schöne Displaybox drin, die nochmal in einer Tüte verpackt ist. Und somit hat man, wenn man dieses Auto bekommt, wirklich eine Displaybox, die keinen Kratzer hat, keine Lagerspur, richtig schöne Box. Wir haben keine Qualitätssiegel, ist einfach mit Tesafilm verschlossen. Und wir haben jetzt hier Marlboro Sponsor mit der Startnummer 1 und es ist auch gleich das Auto vom Herrn Stuck. Schauen wir uns die zweite Variante an, des BMW 635 CSL. Das ist auch in der Marlboro-Lackierung lackiert, aber mit der Startnummer 2 und Pilot war hier Dieter Quester. Also die zwei Varianten gibt es für die Glattbahn. Es gibt, wie angesprochen und wie ihr vielleicht auch vermutet, auch eine Rallye-Version. Die habe ich jetzt nicht hier. Wir schauen uns mal die Startnummer 1 im Detail an, schrauben den mal auf, ab geht's auf die Waage und wir schauen einfach mal, mit welcher Technik Avanslot hier arbeitet. Also viel Spaß mit den Detailaufnahmen. Schauen wir uns zusammen das Auto erstmal im Detail von außen an. Wir sehen hier die Startnummer 1, Hans Stuck am Steuer. Der Sponsor Marlboro komplett ausgeschrieben, nicht verunstaltet, sondern so wie es im Original war. Wir sehen dann noch zwei weitere Sponsoren auf der Seite hier hinten, Dunlop und hier vorne noch Schnitzer. Werfen wir einen Blick auf die Felgen, hier sehr schön gestaltet. Wir haben den aluminiumfarbenen Ring außen und in der Mitte dann die goldfarbenen Speichen. Somit ist die BBS-Optik der Felge perfekt getroffen. Wir gehen weiter mal zur Lackierung. Wenn ihr hier hinschaut, die ist absolut sauber. Die Kanten sind gestochen scharf. Hier gibt es überhaupt nichts dran auszusetzen. Die Fensterrahmen sind in schwarz eingelassen, schwarz matt. Seitenspiegel und Scheibenwischer sind extra Teile. Genauso hinten der kleine Heckspoiler. Auch das sind Anbauteile und gleiches gilt für die Stoßstange vorne und auch hinten. Von oben sehen wir dann noch die zwei Tankdeckel hier hinten und aufgedruckt die Schnellverschlüsse hier, hier und auch auf der Motorhaube haben wir noch zwei Schnellverschlüsse. Das sind aber keine Foto-Ads-Teile, sondern die sind einfach nur aufgedruckt. Schauen wir uns die Front an. Klassische Charakter des BMW 635 CSL. Die Scheinwerfer nach vorne geneigt, ziemlich böser Blick. Schön ist auch, dass man sieht, die Scheinwerfer, dieses Transparente geht komplett durch. Das heißt, bei der Beleuchtung, wenn wir uns entscheiden, hier eine Beleuchtung einzubauen, sollte uns das entgegenkommen. Hier unten finden wir dann noch einen weiteren Sponsor, Pirelli, aufgedruckt links und rechts unterhalb von den Nebelscheinwerfern. Wir werfen einen Blick von oben ins Cockpit. Da sehen wir, dass der Fahrer, unser Stuck, das Lenkrad richtig schön in der Hand hat und wir erkennen einen Schalthebel in Silber und eine Handbremse ebenfalls in Silber lackiert. Auf der Beifahrerseite dann der Feuerlöscher und wir sehen hier schon einen Teil des Überrollkäfigs in Silber,
Aluminium lackiert. Besser der Blick noch auf den Überrollkäfig erhält man durch die Heckscheibe. Sieht man hier, wie schön filigran das Ganze aufgebaut ist. Die Fahrerposition ist auch sehr ordentlich aufgebaut. Helm stößt nicht oben an, ist auch nicht zu tief. Armhaltung passt und der Fahrer ist ungefähr ja, bis etwas mehr als Brusthöhe abgebildet, hat aber keine Beine. Das sehen wir dann aber von der Innenseite der Karosserie, wie diese Fahrerwanne dann gestaltet ist und sehen dann auch den Grund, warum hier keine komplette Fahrerfigur reinpasst. Ich würde sagen, wir lösen jetzt mal das Auto von diesem Podest. Um das Auto abzubringen, müssen wir die zwei Schrauben hier lösen. Das sind Kreuzschlitzschrauben. Man sieht dann hier, dass die Schraube da durchgeht und unten ins Fahrwerk eingreift. Auto jetzt endlich frei. Es will in Richtung Rennstrecke, aber das Auto braucht noch ein bisschen Geduld. Wir schauen uns erstmal noch alles in Ruhe an, was uns sonst noch so auffällt. Hier vorne sehen wir jetzt erstmal einen Kupferschleifer auf einem Kunststoffleitkiel. Der Leitkiel, der ist hier nicht verschraubt, sondern nur eingesteckt und eingerastet. Sehen wir dann auch von der anderen Seite noch genauer. Hier vorne fällt auf, dass wir eine pendelnde Vorderachse haben. Ob die in der Bewegungsfreiheit hier einschränkbar ist, auch das werden wir dann im Inneren sehen. Das nächste, was uns auffällt, ist, hier haben wir zwei Löcher. Für was ist dieser Bereich eigentlich gedacht? Das ist der Magnethalter. Wenn ich jetzt hier mit meinem Schraubenzieher aber über das Auto drüber gehe, spüre ich eigentlich nur einmal Magnetwirkung und zwar hier beim Motor. Und diese Wirkung ist minimal. Heißt für uns, das Auto wird ohne Magnet geliefert. Das legt natürlich die Messlatte sehr hoch. Wir haben ein Auto im Lieferzustand ohne Magnet. Das heißt, der Grip muss rein durch die Reifen hier und das Gewicht vom Fahrzeug aufgebaut werden. Das schreit natürlich nach Fahrtest, den wir mit dem Auto natürlich auch auf der Clubbahn der Slot Connection machen werden. Jetzt bleiben wir erstmal hier in der Technik. Wir sehen, Motor steht senkrecht zur Hinterachse, Inliner-Antrieb, dadurch bedingt das Kronenzahnrad. Und wir sehen den Motor an. Er ist auch von Avant Slot, zumindest ist das Markenname hier mit einem Aufkleber aufgeklebt. Ich würde sagen, wir schrauben das Auto jetzt mal auf, aber dem geschulten Auge vorher fällt vielleicht noch was auf, was richtig positiv wirkt. Wenn wir hier mal reinschauen, haben wir einen Spalt. Dieser Spalt ist kein Fehler, sondern eigentlich richtig schön, dass er da ist. Denn das ermöglicht uns, wenn wir die Schrauben, die dafür zuständig sind, Karosserie und Fahrwerk miteinander zu verbinden, etwas lockern, dann kann ich einen Wackel herstellen. Was ist ein Wackel? Wackel bedeutet, dass die Karosserie sich dann frei bewegen kann auf dem Fahrwerk, was die Fahreigenschaften sehr stark positiv verändern werden. Also wir haben hier eine richtig gute Vorbereitung dafür. Hier vorne muss man wahrscheinlich nacharbeiten. Ich habe die Schrauben für euch schon mal gelockert, dass ich es euch zeigen kann. Also im mittleren Bereich alles perfekt, da stößt das Fahrwerk nicht an die Karosserie ran, aber man sieht, dass es trotzdem hakt. Und diese Stellen, die haken, sind hier vorne. Das ist aber leicht zu beheben, man muss bloß dieses schwarze Teil etwas bearbeiten. Eigentlich braucht man dieses Teil hier komplett gar nicht, man kann es auch komplett abtrennen, aber ich würde jetzt erstmal hier ein bisschen was an der Kante abnehmen und hier hinten auch an der Außenkante hier und hier kommt es zur Berührung. Da kann der Wackel nicht frei arbeiten und man hört auch, wie es knackt, wenn ich hier das Fahrwerk bewege. Das wäre minimal nachzuarbeiten. Bei anderen Herstellern ist da mehr Aufwand zu treiben. Da muss man am Fahrwerk meistens noch was abschleifen. Also wir sehen jetzt schon mal hier, hier war ein Konstrukteur im Einsatz, der sich tiefergehend mit dem Slot Racing beschäftigt. Dafür spricht der fehlende Magnet und dieses Detail schon mal mit diesen Abständen zwischen Karosserie und Fahrwerk. Was wir noch alles entdecken werden, sehen wir jetzt gleich, wenn wir die drei Schrauben lösen und ins Innere schauen. Ab in die Details. Wir schauen die Karosserie von unten an und hier vorne sehen wir, dass die transparenten Teile wirklich durchgängig sind. Das heißt, wenn ich hier eine Leuchtdiode einbaue, kommt schon mal minimal Licht durch. Wahrscheinlich, wenn jemand Beleuchtung einbauen möchte, der wird hier noch die Löcher vergrößern, damit eben mehr Licht nach vorne austreten kann. Im Inneren haben wir dann hier die Fahrwerkswanne, sogenannte Inlay. Das ist massiver Kunststoff, das ist kein Leichtbau-Lexan, sondern hier schon etwas massiver aufgebaut. Und wir sehen hier vorne die Zapfen, die dann zur Verschraubung vorne dienen. Und hinten habe ich einen Zapfen, der ist an der Karosserie dran. Vorne die beiden Zapfen sind hier an der Fahrwerkswanne. Heißt also für uns, wenn wir hier uns entscheiden, Leichtbau einzusetzen, vielleicht ein leichteres Lexan-Inlay einzubauen, verlieren wir die Möglichkeit der Verschraubung. Das sehe ich jetzt mal als Nachteil dieser Bauweise an, aber wir müssen erst mal schauen, wie das Auto mit diesem Inlay dann überhaupt
fährt. Im Heck sehen wir dann auch das Rot durchschimmern vom Licht. Auch hier die Möglichkeit der Beleuchtung dann gegeben, aber wir haben keine Löcher. Also man muss hier schon etwas basteln, wenn man die Funktion des Lichtes dann integrieren möchte. Gehen wir mit der kompletten Karosserie gleich mal auf die Waage. Hier haben wir 28,9 Gramm. Wenn wir die Waage schon dastehen haben, gehen wir auch gleich mit dem Fahrwerk drauf. Und wir haben hier ein Fahrwerksgewicht von 59,35 Gramm ohne Schrauben. Jetzt packen wir die drei Schrauben noch mit drauf und haben dann 59,8 Gramm. Jetzt Gesamtgewicht noch zum Schluss. Wir lassen die Waage einpendeln und kommen auf 88,55 Gramm. So, jetzt wird's spannend. Die technischen Details. Fangen wir wie immer von vorne an. Vom Schleifer unten kommen jetzt die Kabel. Kabel und Schleifer sind mit diesen Steckhülsen miteinander verpresst. Sieht jetzt hier ganz vernünftig aus. Wenn man hier am Kabel zieht, das ist auch stabil soweit. Der Leitkiel ist nicht verschraubt, sondern hier nur eingesteckt und der rastet dann ein. Funktioniert aber in der Praxis, somit hier vorne alles gut. Was uns gleich ins Auge fällt, ist die Art der Kabelverlegung hier. Die greift natürlich von unten voll an der Vorderachse. Das funktioniert so nicht. Also hier muss man sich darum kümmern, dass die Kabel flach laufen und von unten die Vorderachse nicht berühren. Die Vorderachse selber, da fällt auch gleich schon das nächste Detail auf. Hier haben wir kleine Gewindestifte oder Madenschrauben. Man braucht einen 0,9er Innensechskantschlüssel, um diese Madenschrauben rauszuschrauben oder rein. Für was brauche ich die? Wir haben eine pendelnde Vorderachse und mit diesen Gewindestiften kann ich den Ausschlag nach oben begrenzen. Das ist eine wunderbare Möglichkeit, um die Vorderachse schön einzustellen und zwar so, dass sie minimal mitläuft, aber nach oben dann doch beschränkt ist. So kann sie eine Stützradfunktion ausführen in der Kurve. Wenn ich die nach oben gar nicht beschränke, dann rollt das Rad mit, hat dann nur optische Funktion, hat aber keine Stützradfunktion, weil ja oben kein Anschlag ist. Damit kann man dann schön rumspielen und ausprobieren. Da muss jeder sein Setup dann finden für seine Bahn. Also da einfach ausprobieren, Rundenzeit entscheiden lassen, was für euch gut oder schlecht ist. Die Kabel gehen dann weiter hier direkt auf den Motor. Wir sehen, hier ist kein Entstörkondensator oder weiteres installiert. Kabel gehen einfach direkt auf den Motor. Wir sehen dann auf dem grünen Motor auch die technischen Daten. Bei 12 Volt habe ich eine Leerlaufdrehzahl von 25.000 Umdrehungen pro Minute bei einem Drehmoment von 340 Gramm mal Zentimeter. Wir springen vom Motor nochmal hier in den Bereich. Hier sieht man jetzt auch von oben den Magnethalter mit dem fehlenden Magnet. Ich denke, den gibt es natürlich auch im Zubehörhandel, aber ich lasse ihn gleich weg. Und hier vorne sehen wir auch einen schönen Bereich, um einen Decoder für eine Digitalisierung unterzubringen. Vorbereitung für die Fotodiode ist aber nicht gegeben. Der Motor ist hinten eingerastet, sieht man hier, er hat eine Halterung hier hinten, sodass die Vibrationen sehr gering sind. Und jetzt wirklich ein schönes Detail, muss man hier uns hinten anschauen, der Motor ist vorne verschraubt. Das ist jetzt eine Sache, die sehr ungewöhnlich ist im 1:32 Bereich, absolut positiv, hier kann der Motor nicht wackeln. Der Motor ist also nicht nur vorne und hinten eingerastet im Kunststoff, sondern ich habe hier wirklich zwei Schrauben, die den Motor fest im Fahrwerk halten. Das Motorritzel greift hier ins Kronenzahnrad ein und wir sehen dann hier im Kronenzahnrad eine Nut und in diese Nut geht die Motorwelle. Somit wird die Achse in ihrer Pendelbewegung links-rechts beschränkt. Ich brauche keine Distanzen, um die Spurbreite einzustellen. Das sieht man hier. Hier sind keine Distanzen drin. Allein die Motorwelle hält die Achse auf Position. Wichtig bei diesen Inlinern ist immer, dass man in diesen Bereich auch Fett reingibt, weil ja hier Metall auf Metall trifft. Also Motorwelle trifft auf das Aluminium hier des Kronenzahnrads. Dann sehen wir haben eine ordentliche Achse. Die Achse selber ist gelagert hier in Metalllagern. Das ist natürlich auch schön, kann nach oben ausgeklipst werden und ich kann die auch bei Bedarf dann durch Kugellager ersetzen. Im Lieferzustand sind aber diese Kleidlager. Die Felgen sind hinten und auch vorne aus Kunststoff, sind auf die Achsen aufgepresst. Heißt auch, wenn wir jetzt diese Lager tauschen wollen, müssen wir die Räder, zumindest ein Rad, abbekommen, um dann die Gleitlager auszutauschen. Das ist immer ein Nachteil bei den gesteckten Rädern. Je öfter man das macht, desto mehr leiert das Ganze aus. Ziehen wir die Reifen mal ab und was finden wir vor? Hier haben wir einen kleinen Makel. Das ist aber nicht jetzt Advanced Lot spezifisch. Das findet man wirklich bei allen Herstellern. Ich habe hier einen Grat, der ist etwas höher als die Kante.
des Stegs. Heißt, hier wird das Auto einfach unrund laufen. Da wir kein Magnet haben, werden wir das auch direkt dann merken beim Fahren. Von dem her würde ich das dann durchchecken bei der Erstinbetriebnahme und die Felgen von so einem Grat hier befreien. Vorne ist es auch, aber nicht so schlimm, weil der Grat nicht höher ist als die Kante vorne am Steg. Die Reifen sind dementsprechend gestaltet, dass sie nicht rutschen können. Die greifen dann hier auf die Außenseiten an, haben dann eine Vertiefung für den Steg. Somit muss ich nicht zwingend verkleben. Reifen hält sicher auf der Felge. Wenn man in den Reifen reinschaut, sieht man auch hier, dass da zu viel Gummi noch ist. Würde ich auch rausschneiden. Wenn jetzt im schlimmsten Fall hier dieser Gummilappen auf den Grat trifft, habe ich eine richtig hohe Überhöhung. Das würde ich jetzt noch bereinigen. Vorne sieht man es auch. Hier ist nicht ganz sauber ausgebildete Reifen. Das würde ich mit dem Skalpell jetzt nochmal nachbearbeiten. Ein besonderes Detail springt mir hier hinten noch ins Auge. Und zwar geht es mir darum, wie dieses Kunststoffzahnrad mit dem Grundkörper verbunden ist. Wir sehen jetzt hier, dass es nicht einfach aufgepresst ist oder verklebt, sondern wir haben hier eine Aluform, die nicht rund ist. Das heißt, das Kronenzahnrad kann auf dem Aluminium niemals durchdrehen. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Dieses Zahnrad kann sich dann im Rennen nicht lösen vom Aluminium-Grundkörper, wie man es von anderen Zahnrädern mal kennt. Vielleicht ist es euch auch schon mal passiert, nicht unbedingt mit einem Kronenzahnrad, aber vielleicht mit einem Spurzahnrad, dass sich der Kunststoffteil auf seinem Aluminiumgrundgehäuse dann frei bewegt und ihr habt dann einfach keinen Vortrieb mehr. Also richtig gut gelöst, dieses Kronenzahnrad. Somit auch hier hat man den Eindruck, dieses Auto hat jemand gebaut, der wirklich tief im Slot-Racing drin ist, der versteht sein Handwerk und schreit natürlich nach einem Fahrtest. Somit sind wir durch, Detailaufnahmen beendet. Wir haben einen tiefen Einblick in die Technik dieses wunderschönen Slotcars. Dieses Slotcar findet ihr natürlich im Slotblock-Shop, Link auch unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr euch den hier noch anschauen wollt im Video, da verlinke ich euch das Video. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich wie immer viel Spaß beim Slotracing, Basteln und Tunen. Euer Roland von slotblock.de. Tschüss!